Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners, Unboxing Time, Glenfarclas, Series Number 23, und das ist jetzt hier unser Thomas Reid oder Reed. Ich habe keine Ahnung, wie man seinen Namen richtig ausspreche. Und auch mein ganzes Video heute geht es weniger um diese blöde Whisky an sich. Ich werde den schon verkosten und auch meine Meinung dazu geben. Also 1988 jetzt hier abgefüllt, also destilliert, Entschuldigung, also 2018 abgefüllt. Man würde glauben, eine 30 Jahre alte Whisky, stimmt nicht ganz, ist nur 29 Jahre alt. Auch das ist eine tolle, tolle Hausnummer dann da. Leider mit 46%. Also früher gab es hier von diese Editions. Lass uns sehen, ob ich das aufkriege hier, wie ich es will. Unboxing ist immer wieder so eine spannende Sache. Ja, ich habe das nicht unbedingt sehr, sehr geschickt gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also es wird aufgerissen hier, nicht aufgemacht. Und, ich habe ein Geschenk bekommen. Yay! Road Sign, Dankeschön. Ich habe meine Flasche hier, das muss ich auch noch sagen, von Glenfarclas hier in Itzehoe gekauft. Und ich habe die anfangs der Preis hier auch dann statt 59 habe ich nur 55 hier für diese wunderschöne Sache bezahlt. Irgendwie bin ich so tief immer noch hier. So, ich versuche mal das denn so zu machen. Wird nicht gut gehen. Ja, doch, das wird gut gehen. Da war ich bei der Early Bird Special. Also 155 Euro statt 159 Euro. Eine 29 Jahre alte Sammlerstück. Also man hat eine Holzkiste dabei. Man hat auch, wie es sich gehört, bei einer guten Verpackung hier auch noch diese Peanuts überall, damit alles hier nicht sich verrutscht oder irgendwie verwackelt oder sonst was. Und das ist Edition Number 22. Das heißt, seit dem Jahr 1996 gab es immer wieder irgendwelche hier Sammlungen hier von dieser Serie. Und ich habe mir einfach mal ein Sample gegönnt. Denn die Frage ist, lohnt sich diese Reihe zu sammeln? So, das ist wirklich die Frage. Und nun, also habe ich ein bisschen gegoogelt und es gibt eine wunderbare Seite von Conalco und die haben sich die gleiche Frage gestellt. Lohnt sich oder lohnt eine Whisky-Sammlung? Und die haben gerade eben jetzt hier diese Whisky-Sammlung von Glenfarclas als Beispiel genommen, denn es gibt 22 Ausgaben davon und die haben einfach überlegt, was wäre, wenn ich damals schon 1996, seitdem jedes Jahr, es gab eine kurze Unterbrechung, jedes Jahr diese eine Flasche gesammelt hätte. Und jetzt im 2018 würde ich alle 22 nehmen, verkaufen, welche Erlöse hätte ich und welche Ausgaben hätte ich. Sie haben berechnet, und das kann man einfach sehen anhand der Ausgabepreis. Es gibt eine wunderschöne Tabelle. Ich versuche das unten reinzutun. Sonst einfach Conalco Blog und dann Glenfarclas Nummer 22 da einzutragen. Und die haben eine wunderschöne Tabelle, in dem alles hier drin einfach aufgelistet ist. Zum Beispiel, die haben im ersten Jahr eine 1200 limitierte Ausgabe gemacht, eine 17 Jahre alte, der damals 45 Euro gekostet hat, der bei der letzten Auktion wegging oder eine Auktion jetzt hier bei Krüger, also für 558. Und der zweite Ausgabe war 58 Euro. Da war ein 20-Jähriger. Der ging weg für 427 Euro. So, ich gehe nicht alle 22 durch. Da war damals noch Fassstärke übrigens. Die ersten 9 Stück waren alle Fassstärke, wobei man muss sagen, Nummer 5, der einzige, der nach einer Frau genannt wurde, hat nur 45,5%, aber das ist egal.
Aber dann hat man alles hier und man kann einfach mal wunderschön sehen, was alles gekostet hat seit dem 10. Ausgabe. Da war ein Bruch dazwischen und da ist immer 46% seitdem. Sieht man, dass man ungefähr Einkaufspreis hatte für diesen 22 Flaschen von 1680 Euro. Klingt nach viel Geld. Für 22 Flaschen sage ich mal nein. Der heutige Verkaufserlös, Einzelflaschen alle 2022, die man denn bei Krüger denn dort bei Whisky-Aktionen verkaufen würde, wäre 5.707 Euro. Das heißt, man hat gut 4.000 Euro Profit gemacht, jetzt seit 96. Das ist nicht schlecht. Also ich investiere 1.600, ich hab 5.700 Euro Erlös. Also ich glaube, bei Apple und bei Alphabet, bei Google und so weiter würde man fast ähnliche Rendite bekommen haben, aber ganz wenige andere Leute kann Social Rendite denn geben. Ich habe tatsächlich online eine Sammlung gefunden bei eBay, wo alle 22 Flaschen zusammen sind und der Kerl wollte sage und schreiben 15.990 Euro, also 16.000 Euro für alle 22 Flaschen. Das finde ich krank. Ja, wenn man bedenkt, dass ich hätte damals alle Flaschen bekommen können für buchstäblich ein Zehntel von dem Preis, was jetzt gefragt wird. Also, wer weiß, wer weiß. Lohnt sich eine Sammlung? Ich sage ja, eindeutig. Lohnt sich jetzt einzusteigen, eine Sammlung zu machen? Nein. Denn die ersten Flaschen aus dem Jahr 96 haben nicht mehr 45 Euro gekostet, sondern kosten uns jetzt 450 Euro. Und wenn wir 10 Jahre weiter warten, wird es uns tatsächlich umso mehr sein? Das ist die Frage. Nun, die gute Frage ist, und die hab ich auch momentan wenig Antworten darauf, wäre, oh, eine Antwort habe ich tatsächlich darauf, welche Sammlung sollte man jetzt schon anfangen zu auch denn kaufen? Und der einzige, den ich wirklich weiß momentan, wo ich sage, das könnte sich lohnen, ist von Pandera aus Wales. Die haben der Icons of Wales, die haben 50 verschiedene Abfüllungen, die sie haben werden. Das könnte sich auch lohnen, das dann nachher als Set denn dazu haben. Wow, lange Rede, bevor ich überhaupt diese Whisky hier verkoste. Glenfarclas mache ich gerne, George Grant höre ich auch gerne einmal im Jahr zu. Also es gibt eine ganz tolle Beziehung sowieso zwischen Familie. Krüger von Manfred Krüger hier, in diesem Fall von Flickenschild und auch dann George Grant. Das sind alle beide Familienunternehmen. The Spirit of Independence, eine tolle Sache. Thomas Reed war ein Philosoph und er war dafür berühmt, berüchtigt für sein Common Sense, also seinen gesunden Menschenverstand. So. Ach, also Glenfarclas sowieso ist eine nette Sache. Also man kann nicht unbedingt viel über Glenfarclas schimpfen. Das Maximum, worüber man schimpfen kann, sind die Preise, die immer noch moderat sind. Ich habe da auf Helgoland, war ich für ein paar Tage, habe eine 25 Jahre alte Glenfarclas für sage und schreibe 79,90 € gesehen. Auf dem Festland meistens 20 Euro billiger. Also das heißt dann da um die 100 Euro für eine 25 Jahre alte Glenfarclas. Kaum ein Abfüller hat das denn. Ich habe eine Ben Riach am 25 mitgenommen vom Helgoland, der doppelt so viel gekostet hat. Also einfach mal die Verhältnisse da zu sehen, ist schon krass. Und diese Family Edition, also 29 Jahre alte Abfüllung, ja. Eine Holzkiste kriegt man dazu, eine jährliche Release, also einmal im Jahr gibt es eine Flasche davon. Eine tolle Sache, muss ich sagen, ist schön. Werde ich damit wirklich Geld machen? Glaube ich nicht. Also es gab sogar auch eine Flasche da drin, die ist vor 3 Jahren ist es gewesen. Der Ausgabepreis war 155 Euro hochgerechnet und der Auktionserzielpreis war 149. Das heißt, man hat 6 Euro verloren auf 3 Jahre gesehen. Naja, sehen wir. Ich würde einfach eine Erstausgabe haben und schauen, wie das so ist.
Diese 5th or 6th Edition, 5th or 6th Generation, diese 40 Jahre alte Abfüllungen, die irgendwie vierstellig werden. Ach, krank. Aber hey, er kann das verlangen. So, das erste, was ich in der Nase habe, ist Art Schwefel. Also die Fässern damals, vor 27 Jahren, war das nicht vor diesem neuen Gesetz. Das ist das Jahr 1988. Ich glaube, irgendwie um 90 herum war es so, dass man diese schwefelartige Zeug nicht mehr benutzen dürfte, um die Fässern da auszuwaschen, um die vorzubereiten. So, von daher ist es vielleicht diese alte Version noch. Korrigiere mich, wenn ich daneben liege. Aber das merke ich oder bilde ich mir ein, herauszuriechen. Ne. Zimt. Ich habe Pfirsich habe ich auch in der Dose. Ein bisschen Leder habe ich denn da. Ich glaube, ich habe Zimt schon gesagt, nicht wahr? Ist erstaunlich, viel Zimt. Nett, 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 nett. Sehr schön. 155 € nett, glaube ich nicht. Also ein Bekannter von mir, ich könnte noch nicht mal sagen Freund, aber meine Frau und ich, wir besuchen ihn ein paar Mal im Jahr und wir essen zusammen. Und er holt immer wieder eine Family Cask von Glenfarclas raus. Er hat kaum was anderes im Haus. Also er hat, ich glaube, jedes Mal, wo wir da sind, killen wir eine halbe Flasche von irgendeinem Family Cask. Zwischen 70 und 120 € die Flasche. Und das ist einfach lecker, das Zeug. Immer wieder, muss ich so sagen. Und ich habe ihn damals gefragt, Mensch, Wolfgang, Nachnamen wird nicht erwähnt, warum Glenfarclas? Er sagte, ich habe ein bisschen herumverkostet, finde ich gut, bleibe ich dabei. Warum soll ich experimentieren und etwas haben, was mir nicht schmeckt? Ich weiß, die Family Casks sind genial. Ich muss ein bisschen mehr dafür bezahlen, aber halt eben, er ist selbstständig, der kann sich eine Flasche da gönnen. Also einmal im Monat kauft er sich eine neue Flasche und verteilt das mit Freunden, die vorbeikommen. Und ich komme gerne vorbei. Kann ich schon sagen. Boah, diese Nase, dieses Schwefel, das ist schon krass. Also meins ist es nicht. Joa, Leute, also 155 €, 46%. Ich bleibe bei meiner ganz ähnlichen Zimt, Pfirsich, Leder. Joa, also gibt es hier irgendwelche Tasting Notes, die ich hätte eigentlich haben können? Nö, alles hier wegen Thomas Reed. Nur, was soll ich sagen? Ich habe Flaschennummer, oh wow, ganz am Ende, 3592 von 3600. Also es gab nur noch 8 Flaschen, die mehr waren am Ende. Das habe ich echt nicht gedacht. So, könnte man auch eigentlich Fassstärke erwarten für den Preis, sage ich mal. Schade, dass Sie damit auch gehört haben. Okay, nett gemacht. So, Preis, also im Geschmack. Glenfarclas öffnet sich manchmal, gerade eben mit diesen 3 Tropfen Wasser. Jetzt wird es floraler statt schwefeliger. Ich werde noch ein ganz kurzes Moment hier reden, während ich hier auf meine Tasting Notes hingehe. Diese odorlose Sherry ist hier sehr bezeichnend. Das ist, was ich hier in der Nase kriege. Ja. Ich bin überlegen, ich habe gerade geschaut, ob ich irgendwelche gute Tasting Notes hier finde, aber nein. Zwei. Ich neige fast so ein Minus. Ich habe schon besseren Glenfarclas gehabt, muss ich ehrlich sagen. Oh, der 40. Ah. Aber gut. Eine 2, ich bleib dabei. Preis-Leistung 4. Also verrückt. Einfach 155 € dafür auszugeben.
Habe ich nicht irgendein Glenn Farkless griffbereit? Nee, schade. Also hätte ich auch einfach mal der 15er oder 20er rausholen können und einfach miteinander vergleichen zu können. Man könnte für ein Drittel des Geldes etwas bekommen, das fast gut, genauso gut schmeckt. So, Whiskey Jason hier, ein kleines bisschen ernüchtert. Erstens ernüchtert, weil ich glaube, hier werde ich keine großen Renditen rausholen können, obwohl es 3600 Flaschen gibt. Ob ich wirklich da eine 40-prozentige Ertrag bekomme, ein Profit, wenn ich meine 10 bis 15% raushole, einfach durch geschicktes Verhandeln, irgendwann werde ich auch dankbar sein. Aber nee, sorry, zu spät eingestiegen in diesem Geschäft. Das ist nicht eine Flasche, mit der man wirklich hier, glaube ich, viel Geld verdienen kann. Es sei denn, man hat wirklich einige Flaschen aus der Reihe. Zweitens, der Geschmack ist okay, aber nicht wow. Also da würde ich was anderes bevorziehen vom Glenn Farkless. Ist nicht wow, aber okay. So, Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ein kleines bisschen enttäuscht. So, liken, abonnieren und meine Sample-Liste schauen. Auch da, diesen Sample wird da drin sein. Könnt ihr eure eigene Meinung bilden. Also, ich habe 5 CL gehabt. Da sind noch 4 drin. Bis ich mein Englisch-Video gemacht habe, sind 3,5 drin. Lohnt sich immer noch. Und da bitte auf Amazon klicken. Irgendwas anderes kaufen. Also, schaut euch bei eBay vielleicht die komplette Sammlung an für 15.999 Euro oder 90 Euro. Wahnsinn. Aber sonst sehen wir uns jeden Tag um 17:30 Uhr und sonntags habe ich meine Livestreams um 21 Uhr. Ciao, bis dann.